Tada! Ein schöner Tag. Warum? Wir haben die 5000 Abonnenten geknackt. Nicht ich, wir. Weil ihr alle abonniert habt, hat der Kanal 5000 Abonnenten. Und wie versprochen, wird der hier hergeschenkt, der dicke. Aber jetzt sieht man ihn wahrscheinlich gar nicht im Bild. Hochheben will ich ihn nicht, weil sonst hebe ich mir mit den 47 Kilo, was der wiegt, bloß einen Bruch. So, das ist er. Na, kennt ihr aus meinem Video? Habe ich hergerichtet, habe ich gefettet und habe ihn mit der Patina gelassen, weil er einfach meines Erachtens nach so viel, viel, viel geiler aussieht. So. Und ich habe mir die ganzen Kommentare durchgelesen und mir ist eine Sache aufgefallen. Viele, viele Leute haben kommentiert und was mir sehr gefallen hat, war, dass viele Leute kommentiert haben und mir geschrieben haben, die brauchen den nicht, die haben keinen Platz, trotzdem schönes Teil und sie freuen sich für denjenigen, der oder diejenige, der ihn bekommt. Und ich könnte da jetzt irgendein wildes Programm starten, wo mir sagt, hier der und der Gewinner, den zieht es mir. Nein, ich habe einfach mal die Kommentare rausgelesen und geguckt, bei welchem ich mit dem Auge hängen bleibe. Und unabhängig davon habe ich gesagt, tue ich einfach mal irgendjemanden aussuchen. Völlig demokratisch, wie bei Kim Jong-un. So, was ich ansage, wird gemacht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Linksweg ist ausgeschlossen. Und ausgesucht hatte ich mir, jetzt habe ich natürlich auch noch den Namen vergessen. Sekunde, ich bin gerade am gucken. Wenn man sein Handy bedienen kann, ist es natürlich noch viel besser. Bei den Videos unter Kommentare war der... Jetzt muss ich den nochmal finden hier, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Kleine Peru-Gedenkminute. Da ist er. Alter, was ist denn für ein Name? Relax Forst und Garten. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ich hoffe, du wirst in Zukunft viel Spaß mit deinem Schraubstock haben. Und, ruhig bleibt nicht lang rum. Und schreib mir bitte eine E-Mail, dass ich weiß, wo du herkommst. Weil ich möchte gern sehen, wie weit du weg wohnst. Wenn es natürlich jetzt irgendwie unter 100 Kilometer ist, irgendwie zweistellig, dann fahre ich zu dir und bring dir das Ding, weil das ist dann wahrscheinlich weniger Arbeit, wie diesen Riesenkrüppel zu verpacken. Und wenn es weiter weg sein sollte, da können wir dann schreiben, gibst du mir deine Adresse, dann verpacke ich das Ding irgendwie auf eine Palette oder auf einen Lama oder auf einen Elefanten oder so. Oder lässt es mit einem berittenen Postman, wie heißt er nochmal hier, der Kostner, ne? Kevin Kostner, lass ich den bringen, der arme Gaul, tut mir jetzt schon leid. Ich hoffe, du wirst in Zukunft viel Spaß mit dem Ding haben. Melde dich bitte innerhalb der nächsten 2 Wochen, weil wenn du dich in 2 Wochen nicht gemeldet hast, dann suche ich mir den nächsten aus. So, ganz einfache Geschichte. Ne? Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und auf die nächsten 5000. Ne? Vielleicht kann ich da was noch abgefahreneres verschenken. Muss ich mal gucken. Ihr Lieben, bis dann.